Trainingslager Lanzarote 2024 und aus dem kalten Deutschland sind wir schön in die Sonne geflogen und haben hier bestes, perfektes Wetter. Und ja, ich bin schon ein paar Tage da. Wir nehmen das Interview hier nach den ersten Trainingstagen auf. Und die ersten Sessions waren mit Fred und Jerrick Heindl zusammen. Olympia-Aspirant aus Österreich. Und ja, die Jungs haben es natürlich drauf, sind absolute Vollprofis. Ich habe einfach deren Trainingsplan mittrainiert, aber natürlich auf meine Intensitäten. Am Anreisetag sind wir erstmal 30 Minuten locker gelaufen, um so ein bisschen den Flug von den Beinen rauszushaken und sind dann noch eine Runde geschwommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geschwommen bin. Bin ich 3 Kilometer geschwommen? Ihr werdet es im Video auf jeden Fall erfahren. Und ja, das war dann der erste Tag. Für Fred ist es Day Zero. Der zählt eigentlich noch gar nicht als Trainingstag oder respektive nur als Entlastungs- oder Ruhetag. Und ja, war aber ein super entspanntes Ankommen. Die Stimmung war direkt Bombe. Mega gut, macht unfassbar Spaß mit den Jungs. Und am ersten Trainingstag ging es dann auch direkt serious los. VO2 Max Day stand auf dem Programm. Morgens sind wir gestartet mit Hügelläufen. 3x, 5x, 45 Sekunden. Wir sind rausgefahren mit dem Auto auf die Dirt Tracks. Da ist ein geiler Hügel, den ich kannte aus meinen vorherigen Trainingslagern hier. Da sind Top-Bedingungen, ist ein cooler Hügel. War perfekt für die 45 Sekunden Hügelläufe. Und ja, da sind wir erstmal ganz entspannt 3 Kilometer eingelaufen. Dann hat Fred nochmal kurz das Programm angesagt und dann ging es auch schon in die Session. Mit den Jungs ist natürlich super geil, das zu sehen. Wie viel besser die sind. Ich habe es auf dem Video jetzt auch schon gesehen, wie viel besser es bei denen aussieht. Aber auch wie schneller die einfach sind, was da eine ganz andere Dynamik drin ist. Ich habe mich wirklich komplett auf mich fokussiert und bin wirklich in meinem Tempo einfach hochgelaufen. Bin nach Puls gerannt, habe geguckt, dass ich da nicht überpace, weil es ja wirklich der erste Belastungstag war, dann direkt mit den Hügelläufen. Und das hat super funktioniert. Und ich kann nur sagen, so schnell waren für mich noch nie 3x, 5x, 45 Sekunden Hügelläufe um und noch nie habe ich so viel Spaß dabei gehabt. Tag 1, Session 1, schon mehr Qualität als das ganze Jahr 2023. Und macht auch noch Bock. Ah, ist das schön. Dann am Nachmittag stand für Chebbe und Fred 5 Kilometer Swim auf dem Programm. Das habe ich ausfallen lassen und habe dann Schwimmen weggemacht und dafür Family Time in meinen Trainingsplan gepackt. Also das ist ja auch das, worum es hier gehen soll. Wie vereinbare ich das jetzt Ganze? Also ich habe jetzt ja nicht nur, dass ich nicht mehr Profi bin, so viel trainiere oder auch gar nicht mehr so fit bin wie im Project, sondern dass jetzt die Family auch noch mit dabei ist und mit reinkommt. Das heißt, an dem Tag standen für mich nicht 3, sondern 2 Trainingseinheiten an und statt Schwimmen gab es Nachmittag Family Time und wir haben einfach eine Unternehmung gemacht und sind unterwegs gewesen. Und am Abend war dann meine zweite Session. Das war dann wieder eine VO2 Max-Einheit auf dem Rad. Da sind wir zum Tabayesco-Anstieg gefahren und es waren 3x, 10x, 40-20s. Für mich, ehrlich gesagt, 2x, 10x, 40-20s und 1x, 10x, 30-30. Mit 2 VO2 Max-Sessions am Tag war bei mir einfach der Ofen aus und es war too much. Und ich musste da ein bisschen reduzieren und die Watts sind hinten auch gut gejobbt. Könnt ihr bei Strava auch alles öffentlich sehen. Da habe ich die Session auch komplett drin und ja, wie Fred die durchgezogen hat, unfassbar. Also der ist da wirklich in Warp Speed und doppelter Geschwindigkeit an mir vorbeigeballert. Und kurzer Werbebreak hier. Unser Werbepartner im heutigen Video ist Clark. Was ist Clark eigentlich? Clark ist eine App, in der ihr eure Versicherung managen und verwalten könnt. Und über die Clark App könnt ihr auch einfach einen Bedarfscheck machen. Das heißt, wie gut seid ihr aufgestellt und zum Beispiel habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren, haben viele aber noch nicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Habt ihr die nicht? Und auch, welche Versicherungen sind sinnvoll, welche sind vielleicht auch überflüssig, die ihr habt. Und wenn ihr wollt, gibt es auch eine kostenlose Beratung von Expertin per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz. Also das könnt ihr einfach kostenlos mit der Clark-App auch noch in Anspruch nehmen, um eine Beratung zu bekommen. Wenn ihr euch die App runterladet und euch registriert, gebt bei der Registrierung den Code LIMIT14 ein. Wenn ihr dann noch 3 bestehende Versicherungen, müssen keine neuen sein, hochladet, bekommt ihr einen 45-Euro-Gutschein, den ihr bei ganz vielen Partnern einlösen könnt, wie Amazon,
Intersport, Eventim, wenn ihr ein paar Konzerttickets haben wollt. Und ja, checkt das auf jeden Fall mal aus. Einen ganz, ganz wichtigen Disclaimer habe ich noch für euch. Und zwar, wenn ihr über Clark eure Versicherung reinpackt und den Service nutzt, müsst ihr ein Maklermandat unterschreiben. Und wenn ihr schon einen Versicherungsmakler habt, dann gebt ihr euer Versicherungsmandat ab und euer bestehender Makler ist nicht mehr für euch zuständig, sondern Clark. Wenn ihr keinen Versicherungsmakler habt, habt ihr kein Problem damit, dann könnt ihr es einfach machen. Nur ganz, ganz wichtig, dass ihr da Bescheid wisst. Kurz zusammengefasst, ihr habt alles praktisch in der App und müsst nicht mehr in tausenden Blättern suchen, wenn ihr sucht, welche Versicherung habe ich denn jetzt einfach, sondern ihr habt es übersichtlich und damit würde ich sagen, Werbung Ende und weiter mit dem Video. Das war dann auch schon der zweite Tag und am dritten Trainingstag, oder es war ja offiziell, wenn wir in Freds Rechnung es machen, der zweite Trainingstag. Es stand dann ein Long Day an, morgens eine Stunde ganz lockeren Morning Run. Herzlich willkommen zu What I Eat in a Day. Es gibt wie jeden Morgen Banane. Banane, ganz wichtig für die Mineralstoffe. Ich ernähre mich natürlich aus gewogen, nur gesund, nur Früchte. Die Banane könntest du wirklich schenken. Ich muss die Pancakes runter verstecken. Sogar zwei Bananen. Ja, was Frieda macht, das kann ich nicht verstehen. Ich mache das nicht. Danach ging es 4 Stunden aufs Rad. Für die Jungs, Trevor und Fred, war es wirklich locker. Für mich war es eher im Windschatten Zone 2 all day und immer so ein bisschen zu schnell. Aber wir wissen es alle, Standgas ist das geilste Gas. Also es hat mega Bock gemacht, mit den Jungs über die Insel zu fliegen. 30er Schnitt auf Lanzarote mit den Höhenmetern und dem Wind hier. Es war nicht richtig doll windig, aber alleine wäre ich wahrscheinlich so ein 26er Schnitt maximal gefahren. Und ja, die Jungs haben gut drauf gedrückt und ich natürlich geschaut, dass ich hinterherkomme und ich hatte einfach nur Spaß. Und damit war dann auch schon der erste Ruhetag quasi ding, ding, ding eingeläutet. Und die Ruhetage nutze ich auch immer, um mit Jana und Frieda Unternehmungen zu machen. Wir sind, wo waren wir am ersten Ruhetag? Wir sind jetzt schon im zweiten, deswegen muss ich kurz überlegen. Genau, mir ist es wieder eingefallen. Am Ruhetag haben wir uns hier mal ein bisschen Sightseeing gemacht, haben jetzt die Jameos del Agua vom César Manrique angeguckt, so ein Höhlensystem unter Wasser, super spektakulär, mit so einem Pool, den er reingebaut hat. Also ich kann hier auch noch mal ein paar Bilder einblenden. Krankes Ding, echt spektakulär. Und das ist auch das Gute, wenn man mit Family hier ist, dann macht man auch noch ein paar Touri-Sachen und lernt noch mal ein bisschen was von der Insel kennen, was man sonst, wenn man sich hier nur auf Training fokussiert, nie macht, weil dann liegt man am Ruhetag im Bett, isst was, schwimmt noch eine Runde zur Mittagszeit, damit es dann schön braun wird. Aber man guckt sich nicht mehr großartig was an. Also das haben wir genutzt und waren nochmal auf dem Mirador del Rio und ja, haben einfach einen entspannten Family Sightseeing Ruhetag verbracht. Dann der nächste Tag war dann wieder ein Belastungstag, ein Zone 2 Day. Wir sind wieder an die gleiche Stelle hinten gefahren wie am Hill Reps Day sozusagen und haben 3x3 Kilometer Zone 2 gelaufen oder sind 3x3 Kilometer Zone 2 gelaufen. 3 Kilometer ein, 3x3 Kilometer Zone 2 und eine Runde aus. Das Auslaufen habe ich ein bisschen verkürzt und ja, die Zone 2 bin ich auch wieder natürlich in meiner Pace gelaufen, weil selbst wenn ich mit aller Kraft gewollt hätte, mit Fred und Chebbe hätte ich nicht mal eine halbe Runde laufen können. Die sind das irgendwie in 3,40 geballert, die Runde, und ich so in 4,30. Zwischen 4,20 und 4,30 bin ich gelaufen. Und ja, ihr seht, das ist fast eine Minute Unterschied. Ist leicht profiliert die Runde. Eine Dirt Road hat unfassbar viel Bock gemacht, die Einheit. Ich hatte erst Tom gesagt, der da noch gefilmt hat, ich laufe 2x3 Kilometer, springe dann ins Auto, dann können wir Fred und Chebbe noch filmen, haben ein paar geile Aufnahmen. Das habe ich dann auch gemacht. Die Jungs sind nämlich 2x2 Runden, 1x3 Runden gelaufen, also den letzten noch mal ein bisschen länger. Es waren dann 3,5 Kilometer, das letzte Intervall bei denen. Bin dann eine Runde mit Tom gefahren fürs Film, aus dem Auto gesprungen und bin nochmal auch 2 Runden gelaufen, weil ich so Spaß an dieser Session hatte und die mir so Bock gemacht hat, dass ja, ich da auch noch durchgezogen habe und die guten Vibes der Jungs haben sich auf mich übertragen und auf die Trainingsqualität. Geile Session. Ich habe es gerade schon zu Tom gesagt, es ist geil, wenn man mit Profis trainiert und man weiß, dass die eh so viel stärker sind. Fokussiert man sich einfach auf sein Tempo und dann ist die Einheit auch gut und nicht zu hart. Kann ich nur empfehlen. Nach der Session gab es dann wie immer natürlich, das brauche ich glaube ich nicht jedes Mal sagen, Frühstück und
Mittags, schön, 12 Uhr, beste Sonne, standen Schwimmen auf dem Programm. Da haben die Jungs mal ordentlich gezeigt, was sie können. 4x400, 4x300, 4x200, 4x100. Ich habe versucht, den ersten 400er mitzuschwimmen. No chance. Habe nach 200 Metern die Jungs ziehen lassen. Die sind so viel schneller geschwommen, als ich konnte. Ich habe gedacht, vielleicht durch meinen Swim-Background kann ich da irgendwie noch mithalten. Auch im Schwimmen sehe ich hier kein Land. Habe mich auf mich fokussiert, bin die Sachen für mich durchgeschwommen. Hinten, ich hatte so dicke Arme, das war das erste Mal über 4 Kilometer seit langem. Und habe dann die 4x100 einfach sein lassen, das Ausschwimmen. Bin etwas früher aus dem Wasser gegangen und habe die Jungs ihr Ding durchziehen lassen. Und abends stand dann nochmal 2 Stunden locker pedalieren an. Wir sind nach Famara runtergefahren, so und wieder zurück. Waren dann so gute 2 Stunden. Der Wind stand ganz gut, wie wir gefahren sind, die Runde waren nicht ganz 30er Schnitt, aber ja, fast auch wieder ein 30er Schnitt, aber das hat sich wirklich gut angefühlt. 3 Sessions das erste Mal wieder hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Dementsprechend war dann der Tag danach für mich auch, ja, für die Jungs Long Day, 1:30 Run und 4 Stunden wieder mit so einer Tour auf dem Rad, für mich keine Chance. Ich bin morgens losgelaufen und es hat sich einfach nur super hart angefühlt. Ich habe mir gedacht, eigentlich geiles Training, weil genauso fühlt sich ab Kilometer 25 im Ironman an. Und ich habe gedacht, Ironman-Training, das ist genau das, was ich machen muss. Jetzt versuchen, locker zu bleiben, auf die Technik achten. Ich wollte eine Stunde durchziehen, hat 55 Minuten habe ich geschafft. Und ja, es hat sich aber schon nicht wirklich geil angefühlt. Und dementsprechend wusste ich dann schon, mit den Jungs brauche ich gar nicht aufs Rad gehen, sondern habe dann umgeswitcht und habe den Mann hinter der Kamera, Tibor und Nils, vom Flughafen abgeholt, habe Flughafentransfer gespielt und bin dann mit Nils abends noch 1:30 locker aufs Rad gegangen. Er ist eingefahren, ich bin quasi ausgefahren. Und heute sind wir angekommen, wo wir jetzt sind. 2. Ruhetag, es stand wieder Family Day an. Ich war mit Jana eben in Puerto del Carmen und ja, wir haben da nett im Café gesessen, geil gegessen, sind ein bisschen rumgeschlendert, Jana hat ein bisschen geshoppt, ich habe ein bisschen geshoppt und ja, jetzt sitzen wir hier am Meer und drehen das Video für, ist noch nicht ganz die erste Woche, sondern es waren jetzt 5 Trainingstage, waren 2x2 plus der Day 0, den zähle ich für mich als 5. Trainingstag dazu. Und so weit, so gut. Ab morgen ist Tibor dabei, dann knallen wir noch mehr Videos raus. Und morgen geht's los. Ich glaube, dass wir morgen früh wieder laufen. 200er habe ich gesehen im Trainingsplan von Fred. Aber das seht ihr im nächsten Video, würde ich sagen. Und es ist jetzt 18.08 Uhr, 18.30 Uhr gibt es Essen. Das heißt, schnell aufs Hotelzimmer, Pulli drüber ziehen, futtern und see you in the next one. Ciao, ciao.